Ja, jetzt mal warten wir mal. Darf ich mir da kurze Wasser holen? Natürlich. Wenn wir einen Landtagspräsidenten schon vor dem Mikrofon haben, steht er zum Spargel? Naja, um diese Jahreszeit ist für einen Weinviertler der Spargel Pflicht. Und wir genießen es in verschiedensten Variationen auch zu Hause. Und so gesehen bin ich glücklich darüber, dass gerade hier im Achfelderhof dem Spargel so viel Platz geboten wird, auch mit vielen Veranstaltungen, um damit den Spargel auch medial in die Welt hinauszutragen. Ist auch heute eine ganz tolle Sache, dass ja auch der ehemalige Landeshauptmann geehrt wird. Ja, er ist ein Feinschmecker. Und nachdem wir ja wissen, dass Spargel auch sehr gut zu den Weinviertler Weinen passt, bin ich dankbar dafür, dass Erwin Bröll nun beides in Zukunft bewerben wird. Super, dann sage ich recht herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen wirklich von ganzem Herzen einen wunderschönen Abend, einen unvergesslichen Abend. Und ich möchte gleichzeitig auch verbunden mit dieser Ehrung ein Versprechen abgeben. Ich werde den Spargel auch am Weg in die Zukunft hochhalten. Vielleicht sogar noch höher, als das bisher der Fall war, obwohl ich gar nicht mehr weiß, wie das gelingen kann. In diesem Sinne nochmals einen herzlichen Dank. Alles erdenklich Gute. Viel Glück, Erfolg und Gottes Segen am Weg in die Zukunft. Ich danke Ihnen. Jetzt haben wir den Landeshauptmann in Ruhe. Nein, in Ruhe ist er nicht. Nein, in Reichweite. In Reichweite, alles jawohl. Klar. Heute gibt es eine schöne Auszeichnung. Wir haben gehört, er ist ein Feinschmecker. Ja, ich bin vor allem wirklich ein Liebhaber des Spargel. Heuer haben wir ja ein Hochgefühl gehabt, weil er doch um einiges früher reif geworden ist. Der Spargel ist für uns, für meine Frau und für mich und für meine Familie absolut im gastronomischen Jahresablauf ein Höhepunkt. Nicht zuletzt auch deswegen, weil ein Spargel hält auch schlank und ist sehr gesund. Und was dazu kommt, die Spargelkultur hat sich in den letzten Jahrzehnten in Niederösterreich so toll entwickelt, insbesondere hier in der Region und im Machfeld. Und dadurch ist der Spargel auch für viele, viele Landwirte eine Einkommensquelle geworden, die nicht wegzudenken ist. Und ich hoffe sehr, dass sich das auch in dieser Form noch weiterentwickelt. Aber auch vor allem für diese Region ist es ganz wichtig. Ja, es kommt nicht nur der Spargel als Einkommensquelle dazu, sondern letztendlich auch als entsprechender Imageträger. Wenn Sie heute landläufig auf der Straße jemanden fragen, mit welchem Ausdruck oder mit welchem Produkt verbinden Sie das Machfeld, dann ist mit Sicherheit auch in 80% der Spargel dabei. Und das ist schon etwas Besonderes, weil auch das Produkt Spargel etwas Besonderes ist. Dann sage ich euch herzlichen Dank und einen schönen Abend. Danke vielmals, Ihnen auch. Danke. Dankeschön. Es ist gerade der Spargel an uns vorbeigezogen. Ja, eigentlich eine tolle Auszeichnung. Ja, finde ich auch. Ich bin sehr berührt und gerührt auch über diese liebevolle Laudatio, die ich bekommen habe. Und natürlich freue ich mich besonders, dass auch einige Kollegen, also einige da sind, ja,
In der Küche war ich auch schon. Gerade tue ich mich durch, wie sagt man so schnell, auf Neudeutsch bonden, ja, mit den anderen, ja, Gästen. Ja. Und das erste Gang habe ich schon hier intus. Ich glaube, ich werde heute 2 Kilo schwerer rausrollen, als ich reingekommen bin. Also ich finde es eine tolle Veranstaltung. Ich spargel eigentlich auch das Gericht, was Sie gerne kochen. Ich bin tatsächlich ein großer Spargelliebhaber. Manche mögen den ja nicht so gern oder sagen, na gut, Spargel. Ich bin jemand, der Spargel auf jede Art liebt. Roh, dünn gehobelt, mit Parmesan, mariniert, also süß-säuerlich. Ich mag den in der Quiche, ich mag den ausbacken, ich mag ihn halb roh, ich mag ihn sogar ein bisschen mehr als al dente. Es kommt drauf an, im Salat dann al dente. Auf verschiedenste Weise. Also ich weiß nicht, wie ich Spargel nicht mag. Mhm. Welchen wollen Sie lieber? Den, ohne politisch zu sein, ja, den Weißen oder den Grünen? Kann ich jetzt nicht sagen. Ich mag beide wirklich gern. Früher war es der Weiße, dann gab es eine Zeit lang den Grünen, jetzt bin ich bei beiden. Also ich benutze jetzt unterschiedlich. Manchmal mache ich Salate mit beiden zusammen. Ich kann es nicht sagen. Aber ich glaube, ganz auf weißen Spargel würde ich in meinem Leben auch nicht verzichten wollen. Kann man sagen, Kochen ist eigentlich eine Kunst? Kochen ist ein Kunsthandwerk und manchmal eine Kunst, aber nicht bei allen. Alles klar. Dann sage ich euch herzlichen Dank und noch einen angenehmen Abend. Herzlichen Dank. Ja. Danke. Dreh von Erwin Bröll. Das ist ein viel schönerer Bröll, als schön, tatsächlich in der Natur ist. Nein, nein, danke Ihnen. Das sagen Sie mal, was ich. Ja. Nein, also, große Freude. Ist das schön? Ja? Ja, liebe gnädige Frau, ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Das ist ein Bröll, der tatsächlich viel schöner ist als in Natura. Ich danke Ihnen. Ich bin wirklich, ja, ich bin so beeindruckt. Im Gegensatz zu dem Herrn Bröll, sein Porträt ist es natürlich nicht ganz so attraktiv, wie ich in Wirklichkeit bin. Das war Wiener Witz. Das ist großartig. Also ich werde auf jeden Fall immer meinen Enkelkindern dann sagen, so gut sah ich einmal aus, genau so war es. Und ich habe oft den Spargel im Gesicht tragen. Also es ist großartig. Ich freue mich wahnsinnig. Ja, es ist toll. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin jetzt nicht so staatsmännisch und geübt wie er. Ich habe vorhin gesagt, ich muss noch ein bisschen was mir von ihm abgreifen, ein bisschen in die Lehre gehen und was lernen. Bitte greifen Sie ab. Na, wissen Sie, ich habe natürlich Verständnis für dieses grüne Gemüse auf Ihrem Haus. Ich habe mir gedacht, eigentlich wäre es für mich auch etwas Wunderbares. Allerdings mein Problem wäre, wo sollte der Spargel an meinem Haupt halt haben? Sehr gut. Heute wiederum eine Vergabe der Flamme des Friedens. Wir können es ja schon sagen, es wird eher später ausgestrahlt, an wem es geht. Heute wird die Flamme des Friedens an unseren Herrn Landeshauptmann, AD, Dr. Erwin Bröll überreicht. Und ich freue mich sehr, er hat ja Niederösterreich sehr, sehr lange geführt und auch sehr gut geführt. Und ich glaube, jeder Niederösterreicher oder Österreicher kennt ihn. Und wir möchten uns damit bedanken für seinen Einsatz, für sein Bemühen, für unsere Freiheit und für unsere völkerverbindenden Freundschaften. Das ist ja ein Dauereinsatz, in dem Sie momentan sind. Kann man das so sehen? Also ich werde mich immer, solange ich kann, für den Frieden, für die Freiheit und für unsere Freundschaften einsetzen. Und da ist mir kein Weg zu lang. Denn wenn es um unseren Frieden geht, das ist das Allerwichtigste. Denn was wären wir ohne Friede und ohne Freiheit? Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür und werde alles tun, auch wenn ich im Dauereinsatz bin. Das ist sehr löblich, das hören wir auch gern. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank und wünsche alles Gute für die weitere Arbeit. Dankeschön, vielen Dank. Danke. Mr. Peter Blatt, bitte sagen Sie uns, wie der Marsch heißt. Das ist eine Fanfare, ein Auftragswerk von Herrn, dem Hausherrn von Herrn Boczek mit dem schönen Titel die Erwin Bröll Fanfare. Thank you.
Tolle Fanfare, danke vielmals. Ganz super. Bravo! Bravo! Bravo. 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 Ja, Spargel ist eine tolle Sache. Und ich glaube, die Verleihung einer goldenen Spargel ist ja ganz was Interessantes. Ne? Ja, also ich meine, es ist immer die Frage, heute kriegt es eine Frau und ein Mann, nicht? Also der Spargel ist ja so ein bisschen so ein Phallus-Symbol. Also ich weiß nicht, was die Frau dazu sagt. Für den Erwin wird das sicherlich eine Bereicherung in seinem Leben sein, weil er sagt, hurra, ich gehe noch nicht Golf spielen. Aber schauen wir mal, was die Sarah dazu sagt. Absolut. Also. Ja. Isst du selbst auch Spargel? Ja, also ich bin ein Mensch, der in der Spargelsaison das sehr gerne hat. Für mich ist immer die Bezeichnung, die Königin oder der König des Gemüse, ist seltsam, denn ich habe einmal früher in einem Interview gesagt, der Spargel schmeckt ja nach dem, womit du ihn zubereitest, und haben mir ganz böse Blicke zugezogen, aber in Wahrheit ist es so. Es ist ein sehr wässriges Gemüse, das ja entwässert logischerweise, aber das Wichtigste beim Spargel ist das, womit kommt er. Und frisch muss er sein, wenn er holzig ist, dann ist er gar nicht gut. Und da haben wir das Glück, dass wir in der Spargelregion da zu Hause sind. Genau, absolut. Also ich meine, beim Gerhard oder natürlich hier im Machfeld, dass es generell eine Region in Österreich gibt, die so berühmt ist für den Spargel oder generell für irgendetwas, das ist schon stark, und da freut man sich, wenn man da sein darf und natürlich einen heimischen Spargel essen darf. Die Stimmung ist ja immer spitze da. Ne? Ja, der Gerhard ist... Wie soll ich sagen, er ist ein Unikat, dieses Restaurant ist ein Unikat, und wir denken oft, was wäre, wenn es das nicht gäbe. Denn jeder lächelt ein bisschen und jeder sagt, ja, der macht Förderhof und das ist verstaubt. Mag alles sein, nur in Wahrheit, was er sich antut bei diesen Festen und was er für uns Künstler macht und generell für sie einfallen lässt, das ist einzigartig, und sind wir froh, dass wir ihn haben. Würde ich auch so sehen. Okay, dann sage ich dir schon danke. Dankeschön, danke. Ja. Wenn wir schon zwei so wunderbare Stimmen nebeneinander sitzen haben, müssen wir sie auch erklingen lassen, zumindest einmal jetzt, was zum Sachen Spargel gibt. Naja, Spargel, wie wir alle wissen, ist ja im Prinzip sehr entwässernd, ist auch entgiftend, hat überhaupt keine Kalorien, ist sehr gesund, nicht, sagt man. Beim Urinieren stinkt es halt, da darf man sich nicht fürchten. Nicht? Da glaubt man, man hat schon eine Krankheit. Das ist aber nur, weil es eben diese Substanz hat. Und das war ja das Aphrodisiakum der alten Ägypter auch, von der Geschichte her, der Spargel. Ja, ja. Ja, ja, und selber auch Spargelesser? Ja, selbstverständlich. Ich war jetzt in Deutschland, in Chemnitz, weil ich da gespielt habe. Das heißt, ich spiele immer noch, ich muss wieder hinfahren. Und da war bei so einem Supermarkt ein Standl vorher, vor dem Eingang, ein Spargel. Sächsischer Spargel, aber muss ich schon sagen, vom Feinsten. Schneeweiß, wirklich wunderbar. Habe ich zweimal gegessen, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und, aber der, als Patriot, der Machfelder Spargel ist schon besser. Kann man nicht vergleichen. Nein, muss man schon sagen. Aber der Sächsische ist auch nicht schlecht. Ja, sehr gut, sehr gut. Wir haben vor einiger Zeit da schon einmal Spargel-Gala gehabt, und da haben wir gefragt, was an den Gerücht war. Das waren die unterschiedlichsten Meinungen. Was für Gerücht? Dass das die Wirkung. Naja, wie ich vorhin erwähnt habe, man sagt von der Urgeschichte, das war das Aphrodisiakum der alten Ägypter, von der Form halt. Was von der Form, ja, aber genau. Ob der Spargel mich jetzt erregen wird, wenn ich einen Spargel friss, werden wir sehen noch. Schauen wir mal. Ihr könnt es ja dann noch filmen. Komm dann vorbei. wir lassen es euch wissen. Ja. Beim Suppenessen auf einmal der Tisch sich hebt, und da muss ich gleich aufhören. Na, wir werden kurz vorbeischauen. Da werden wir des Lokals verwiesen. Dankeschön, schönen Abend. Tut mir leid, dass ich heute nicht musikalisch aktiv war, aber ich habe die falschen Hände aufgeschaut. Leider nichts gehört, bis jetzt war das Mikro ausgeschaltet. Diese Brille, die ich bekomme.
Die Flamme des Friedens soll Ihnen weiterhin viel Mut und Kraft spenden bei Ihrer verantwortungsvollen Aufgabe, die Sie übernommen haben, mit Friede und Freude hinauszugehen in die Welt und unser Land Niederösterreich und unser Österreich zu präsentieren, zu repräsentieren. Vielen, vielen Dank. Sie haben unsere Werte, unsere Kultur, unsere Tradition hochgelebt. Leben Sie hoch und danke dafür. Danke. Landeshauptmann auch eine kleine Flamme auch überreichen, ihm stets im Sinne des Friedens zu denken, Mikro. Zu sprechen und zu handeln. Danke vielmals. Ich bin am 24. Dezember des Jahres 1946 auf die Welt gekommen. Ich bin ein Heimkehrerkind. Und ich habe das ganz, ganz große Glück, einer in der ersten Generation sein zu dürfen, der jetzt bis zum 72. Lebensjahr die Gnade hatte, keinen Krieg erleben zu müssen. Keine Generation vorher, meine sehr geehrten Damen und Herren, hatte diese Gnade. Ich sage das deswegen, weil ich natürlich weiß, man kann gegenüber Europa mit vielen Fragezeichen und Aversionen gegenüberstehen. Nur eines sollten wir nicht vergessen. Das ist das größte Friedensprojekt, das dieser Kontinent jemals erlebt hat. Und das sollten wir auch im Zusammenhang mit unserer demokratischen Pflicht nicht vergessen. Ich bedanke mich, das ist eine große Ehre und eine große Freude, die Sie mir nunmehr damit übergeben haben. Und ich möchte mich auch weiterhin für diesen Grundsatz, für diese Philosophie und für die Zukunft auf dieser Ebene einsetzen. Ich bedanke mich herzlich und alles Gute. Dankeschön. Wir waren vor einiger Zeit bei einem Kochwettbewerb. Da hat es nicht so viel Spargel gegeben, aber jetzt, heute gibt es viel Spargel. Ist Spargel etwas, was dir selbst schmeckt? Ja, absolut. Spargel ist für mich das wirklich das Königsgemüse schlechthin. Erstens, weil es aus der Nähe ist, also direkt bei uns, in unserem Fall jetzt aus dem Machfeld. Und zweitens, weil es gesund ist und weil es schmackhaft ist und weil man so viel damit machen kann. Also von Spargelsuppe über Spargelparfait, Spargeleis, Spargelsorbet, Spargelsoufflé, Spargelballerchinken, man kann theoretisch alles machen, neben den klassischen Varianten, die wir ja kennen, mit Sauce Hollandaise oder brauner Butter und Parmesan und so weiter, bietet sich einfach der Spargel für extrem viele Kreationen in der Küche, in der modernen, genauso wie in der klassischen Küche an. Deswegen ist er auch sehr beliebt. Was ist dir persönlich lieber, der weiße oder der grüne Spargel? Ich liebe beide sehr gerne, wobei ich ehrlich zugeben muss, dass ich den weißen, wenn er etwas dünner ist, bevorzuge als den großen, dicken Solo-Spargel, weil ich den dann entweder gar nicht schälen muss oder sehr wenig schälen muss. Und beim großen, dicken Solo-Spargel passiert es dann sehr oft, dass man sehr, sehr viel wegschälen muss. Aber natürlich, wenn ich ein Gericht habe, wo ich dann dieses dicke Format brauche, das heißt, wo man einen Spargel richtig schneiden will, dann brauche ich den dicken und dann ist das auch okay. Der grüne hat den Vorteil, man braucht ihn nicht schälen, man kann ihn gleich abbrechen, roh essen oder in die Pfanne schmeißen und braten oder kochen. Also mit dem kann man alles machen. Und wir sitzen ja da momentan quasi im Spargelzentrum.
Wir sitzen auf dem Spargelfeld, genau. Dann sage ich direkt herzlichen Dank. Danke auch. Ja, man sagt immer, ein Haubenkoch kommt selten alleine. Wir haben einen weiteren da. Wir haben bei den Kochmeisterschaften gesprochen davon, dass eigentlich komischerweise wenig Spargelgerichte sind. Heute haben wir wirklich genug Spargelgerichte gehabt. Ja, heute waren einige Spargelgerichte dabei. Und direkt aus der Region Machfelderhof. Man hat es gleich geschmeckt, wunderbar. Gut gekocht, gut gegart, einfach perfekt. Die kennen sich aus mit Spargel. Jetzt, ich frage jeden, was ist dir lieber, der weiße oder der grüne Spargel? Ich mag beide. Ich mag den grünen gerne als Vorspeise, ja, und dann den weißen. Ja, also das ist so meine klassische Reihenfolge. Aber es gibt ja auch den violetten Spargel und den habe ich jetzt gekauft. Mhm. Okay. Und den werden wir jetzt ausprobieren. Okay, also den werden wir dann als Zwischengericht einplanen. Und der violette Spargel, ist das ein Mittelding zwischen den grünen und dem weißen? Ist eine eigene Sorte. Ist ein bisschen lustiger. Aber man hat mir heute, na, wenn ich schon mal was weiß, dann muss ich das, ja, genau, muss ich einen Beitrag dazu leisten. Ja. Ja, also wir werden das Zwischengericht einplanen und es etwas nussiger. Okay. Na, jetzt wissen wir es, erst nussiger. Na, sehr gut, ja. Und was gibt's ein geheimes Spargelrezept, wo man sagt, das muss man unbedingt einmal probieren? Spargelgericht geheim, so ist es. Nicht, aber was ich gern mache, ist, wenn ich Spargelnudeln mache, dass ich mit dem Schäler den geschälten Spargel einfach zusammenschäle, dass ich nur mehr Streifen habe, ja, und dann mische ich das einfach unter die Nudeln drunter. Also ich koche den Spargel nicht extra, sondern mische gleich den rohen Spargel unter die Nudeln drunter. So ein spezielles Gericht von mir, das mir mal eingefallen ist, und das mache ich recht gern. Ja, sie verdammt lecker. Ja. Okay, dann sage ich schon danke. Gerne, danke auch. Ja, Frau Haas, es freut mich, dass Sie hier im Machfelderhof sind. Wir haben gehört, dass auch Sie die Flamme des Friedens bekommen haben. Vor ungefähr 2 Jahren. Aber es war wirklich eine große Freude und ich fühle mich sehr geehrt. Und die Hoheiten haben mich nochmal begrüßt. Das ist für mich eine schöne Erinnerung an damals, vor 2 Jahren. So, und zu Ihnen zu kommen, der Herr Direktor Mraz hat uns erklärt, dass Sie bald wieder auf der Bühne stehen werden. Es hängt davon ab, wie es ausschaut mit meinem Fuß. Im Moment kann ich noch nicht gehen, da brauche ich den Rollator. Aber mein Sohn, der ja der Intendant und der Regisseur ist, der hat gesagt, dann werden wir dich eben mit einem Wagerl hinausführen. Ich spiele eine Rolle, wo es nicht unbedingt sein muss, dass ich so umeinander hupfe. Ich kann ruhig gehen. Eine Schwester, die also, wenn jemand in der Donau beinahe ertrunken wäre, die sie dann wieder ums Leben. Hört sich nach einer sehr interessanten Rolle an. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und wir freuen uns schon, wenn wir Sie wieder auf der Bühne sehen. Danke, ich freue mich auch. Alles Gute, danke schön. Und abgedreht, kein Grund, dass du weinst. Vor Lachen dir besser steht. Vor Spaß an sie denken, nur das steht dafür. So war es auch beim Alexander und mir. 3 Filme haben wir gemacht, ich denk so gern daran. Was Peter sich da ausgedacht, das kam auch immer an. War Gunther mit von der Partie, dann ging's erst richtig los. Denn auch im Punkto Fantasie, waren die beiden groß. Im Film erfüllten alle sie den Menschen manchen Traum. Sie kamen und dann träumten die im dunklen Kinoraum. Man hat gelacht und hat geweint, war seinem Star so nah. Er wäre, hat man oft gemeint, doch nur für einen da. Und im Herbst meiner Zeit kommt manchmal auch Wehmut auf und ist es soweit. Schaut so himmel ich hinauf. Ihr herrlichen Jahre, ich dank euch dafür. So war's mit den Freunden und mir. So bleibt's mit den Freunden und mir. Servus miteinander. Ja, Spargel kann man sagen zum zweiten, hier im Machfelderhof. Ich glaube, Spargel kann man nicht oft genug feiern.
So ist es zumindest von Saisonbeginn bis zum Saisonende muss das durchgefeiert werden, weil er als kaiserliches Gemüse auch eine derartige und entsprechende Aufmerksamkeit verdient. Und heute wird ja die Auszeichnung vergeben an zwei Personen. Herr Landeshauptmann, ehemaliger Landeshauptmann, bekommt es. Und die Sarah Wiener als die Spargelköchin des Jahres. Genau. Zwei ganz prägnante, markante Persönlichkeiten. Man muss dazu sagen, unter den Feinschmeckern hat es schon viele Politiker gegeben. Ich glaube, der Kreisky war der erste Bekannte, der diese Funktion gehabt hat. Und natürlich bei den Spargelköchinnen auch. Es sind immer Spitzenköche oder Köchinnen, die dieses Prädikat bekommen. Und die Sarah Wiener ist ja zweifellos eines der Aushängeschilder nicht nur Österreichs, sondern überhaupt im ganzen deutschen Sprachraum. Und für uns, wo wir ja da mitten im Spargelzentrum sind, ist ja das sowieso eine tolle Sache. Ist eine ganz tolle Sache, zwei so prominente Persönlichkeiten dafür zu haben. Und man sieht es auch, es ist heute alles da, was Rang und Namen hat. Und wir freuen uns schon auf dieses wunderschöne Ereignis. Dann sage ich schon herzlichen Dank. Bitte gerne. Jetzt haben wir schon so viele Leute interviewt, den Bürgermeister dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ist heute wiederum ein toller Auftakt da im Machfelderhof. Ja, und ist dem Spargel eigentlich würdig? Ne? Ist dem Spargel würdig, wenn der älteste und traditionsreichste Feinschmeckerclub der Welt hier die Spargelköchin des Jahres und den Spargelfeinschmecker des Jahres kürt. Noch dazu, wenn es so prominente Personen sind, wie die bekannte Fernsehköchin Sarah Wiener und vor allem auch unser alter Landeshauptmann, Landeshauptmann außer Dienst, Erwin Bröll, dem wir in Niederösterreich unglaublich viel zu verdanken haben, hier ausgezeichnet werden und diese Titel erhalten. Und ich denke, der würdige Rahmen, auch traditionsreich, der Machfelderhof, da ist wieder mal alles stimmig und passt zusammen, dass diese Auszeichnung hier vergeben wird. Und es wird sicher eine tolle und würdige Veranstaltung, und der Spargel ist ein wichtiges Gemüse für die Region, und Machfeldspargel ist ja EU-weit geschützt, also eine ganz wichtige Sache, und einmal mehr der Spargelraum und der Machfelderhof im Mittelpunkt des Geschehens. Wir sind immerhin in der Spargelrepublik. So ist es, in der Spargelrepublik und in der Spargelhauptstadt. Dann sage ich schon recht herzlich. Ja, bitte, gerne. Ja, ich brauche nicht sagen, für eine Bewohnerin des Machfeldes, welche Bedeutung der Spargel hat? Eine sehr große mittlerweile. Es war ja früher nicht so modern, aber es ist seit einigen Jahren wirklich eine Köstlichkeit, die man, glaube ich, fast ausschließlich auch mit dem Machfeld verbindet. Ich glaube, das Machfeld hat auch wirklich an Image dadurch gewonnen. Sicher noch mehr. Wir waren ja eh bekannt als Kornkammer und Gemüsekammer Österreichs. Aber das mit dem Spargel ist wirklich eine neue Note und eine zusätzliche Werbung für unser schönes Machfeld. In welcher Form wird der Spargel selbst gegessen? Grün, weiß? Ich mag ihn am liebsten weiß mit Petersilkartoffeln und grünen Salat. Ganz simpel. Dann sage ich schon danke. Danke, danke. Dein Lieblingsleben, tralalalala, die Könige, die Kaiser, die lieben Lobereiser, auf Liebe ziehen daneben, den süßen Saft erheben. Stoß an, stoß an und hol dich dem Verein, der König aller Weine, der König aller Weine. Stoß an, stoß an, stoß an. Dein Lieblingsleben hat erkannt, an der Kante, an der Kante, an der Kante, an der Kante, an der Kante. Gratulation, ein wunderbares Fest zu einem festlichen Gemüse. Festliches Gemüse, ein wahres Wort. Spargel, das Gemüse
Könige, der König der Gemüse. Ja, und es ist wiederum ganz prahlvoll, das Haus, und wirklich viel Prominenz, also man sieht die Bedeutung. Man darf nicht vergessen, dass Spargel früher mal nur an Fürstenhöfen oder am Kaiserhof oder in adeligen Häusern und so weiter war. Es war das Gemüse eben der besonderen Art, und heute ist das Gott sei Dank anders. Es war früher im Land, hat man eigentlich auch an Spargel gehabt, weil die Leute, die Bauern neben dem Kohl und die Erdäpfel und was gehabt haben, auch Spargel angebaut haben. Also am Land hat man auch, haben auch die einfachen Leute an Spargel gekriegt. Aber ansonsten war Spargel halt vorbehalten der Provenienz, wenn man so will. Und das ist heute sicher nicht mehr so hoch. Aber aus meiner täglichen Erfahrung muss ich sagen, aus allen Schichten schätzen die Gäste das Besondere am Spargel. Und im Marktfeldhof erlebt man ja die Vielfalt des Spargels. Also da gibt es ja unzählige Spargelgerichte. Wir schauen, dass wir eine ständig wechselnde Spargelkarte haben. In erster Linie auch deswegen, weil wir sehr, sehr viele Stammgäste haben. Und wenn wir immer das Gleiche machen, wird das Fad für die Gäste. Aus dem Grund sind wir gewohnt, eine permanente, neben den Hausspezialitäten, die man immer hat, laufend wechselnde Schmankerl zu haben. Und jetzt eine ganz ehrliche Frage: Was schmeckt dir persönlich besser, der weiße oder der grüne Spargel? Ganz ehrlich, ich liebe beide. Ich liebe, wenn ein weißer Spargel ist, denke ich mir, es ist schon der bessere und so. Und dann ist ein grüner Spargel und denke ich mir, na, ich weiß nicht, der ist ja genauso gut. Es kann, also, kann nur darum liegen, dass beide aus dem Marktfeld kommen. Ich hoffe. Aber wie gesagt, nein, unsere Spargel sind halt gut. Okay. Dann sage ich schon Danke, und es war wieder ein tolles Fest. Danke, ich danke. Hat mich sehr gefreut. Die kocht nicht nur auf Spielerei, da ist das Herz auch dabei. Bravo, Professor Peter Windholz. Es hat sich ausgezahlt, dass er die Noten geholt hat.
Thank you.